Die Schlacht auf den katalanischen Feldern ist im kollektiven Gedächtnis geblieben. Sie galt schon den Zeitgenossen als geradezu welthistorisches Ereignis. Attila konnte auf seinem Weg in den Westen weitere Verbündete gewinnen, darunter die Thüringer, die Burgunden und die Franken. Attila hatte also schon bei seiner Rheinüberquerung ein großes Heer angesammelt. Er erreichte als erstes die alte Kaiserresidenz Trier und stieß von dort ins Innere Galliens vor, bis er bei Orléans die Grenze des Westgotenreiches erreichte. Dort gab es erfolgreichen Widerstand. Die Situation war für Westrom allerdings schwierig. Die Westgoten zierten sich, sich unter das Oberkommando des Aetius zu stellen. Eine Unterordnung könnte schließlich sich schädlich auf den Status auswirken. Erst im letzten Moment gelang eine Einigung. Nun konnte die Belagerung Orléans beendet werden. Attila, der sich gerade noch siegessicher wähnte, musste sich zurückziehen. Auf den Campi Mauriacenses und nicht auf dem Campi Catalaunici kam es um den 20. Juni 451 schließlich zur Entscheidungsschlacht. Die Quellen schildern angesichts der zahlreichen beteiligten Gentes eine wahre Völkerschlacht. Über den Ablauf allerdings ist wenig bekannt. Attila hatte aber große Verluste erlitten. Allerdings krachte es danach in der römischen Koalition, die im Angesicht des Sieges sofort zerfiel. Attila gelang zwar der Rückzug über den Rhein an die Donau, daraufhin wandte sich Attila dem Osten zu. Ein weiterer Kriegszug sollte endlich die Beute bringen und so die Verluste im Westen ausgleichen. Doch die Hunnen konnten gegen das Oströmische Reich nichts mehr erreichen. Attila hatte 451 keine seiner Ziele erreicht. Honoria wurde nicht ausgeliefert, Aetius saß weiter fest im Sattel, im Osten war ebenfalls nichts zu erreichen. Nur ein Zug nach Italien gab noch die Möglichkeit zu realisieren. 452 machte sich Attila über die Julischen Alpen nach Italien auf. Im Sommer belagerte er Aquileia, das am 18. Juli 452 erobert und geplündert wurde. Die Stadt hat sich von dieser Plünderung und Eroberung durch die Hunnen nie mehr erholt. Danach folgte Attila dem Po bis nach Mailand, wo auch eine Kaiserresidenz lag. Von weiteren Schlachten oder von römischem Widerstand ist nichts Nennenswertes mehr überliefert. Attila zog wieder ab. Ende 452 war Attilas Position überaus geschwächt. Die Kriegszüge brachten nichts, Tributzahlungen blieben aus. Beute wurde keine gemacht. Es gab kein Geld, keine Luxusgüter und keine Waren zu verteilen. Das brachte sein Klientelsystem ins Wanken. Auch politisch war Attila isoliert. Eine Verschwägerung mit dem weströmischen Kaiserhaus ist nicht geglückt. Vielmehr war er auch jetzt als weströmischer Heermeister nicht mehr tragbar. Weiterhin beruhte Attilas Herrschaft auf persönliches Prestige und die Umverteilung der Güter. Der Weg zu einem hunnischen Reich wurde nicht beschritten. Ende 452 verkündete Attila, dass er im nächsten Jahr die Beutezüge wiederholen wolle. Da erreichte das Römische Reich Anfang 453 die Nachricht, Attila sei in seiner Hochzeitsnacht, in seiner letzten Hochzeitsnacht, entschlafen. Römische Historiker berichten nun, Attilas Söhne hätten die Gefolgschaft aufgeteilt. 454 brach nach inneren Konflikten dieses Attila-Reich auch schon wieder zusammen. Immer mehr Klientelführer wandten sich nun von den Hunnen ab. Die einzelnen Gentes gingen ganz einfach. Nun breitete sich im Donauraum ein Machtvakuum aus, das für Ost- und für Westrom von Interesse war. Versprengte
Hunnentruppen treten in den folgenden Jahren noch in den Quellen auf. Einige machten auch Karriere in der römischen Armee. Die hunnische Gefahr war aber mit dem Tod Attilas endgültig gebannt. Was von den Hunnen bleibt, ist ein langes Nachleben in der europäischen Tradition. Schon kurz nach der Schlacht auf den katalanischen Feldern setzt die Geschichtsschreibung ein. Vor allem taucht Attila in der Hagiographie auf. Attila und die Hunnen sind Elemente zahlreicher Heiligenviten. So soll zum Beispiel die Jungfrau Genoveva von Paris die Stadt Paris vor den Hunnen gerettet haben. Ebenfalls tritt Attila in den germanischen Heldenliedern und Dichtungen auf, so im Waltari-Lied des 10. Jahrhunderts oder im Hunnenschlachtlied des 13. Jahrhunderts in Island. Natürlich kennen Sie alle Attila als König Etzel aus dem Nibelungenlied um 1200 verfasst. Attilas Bild ist immer ambivalent. Er ist einmal der blutrünstige Despot, anderes Mal wieder der umsichtige und erfolgreiche Kriegsherr. Hier spiegelt sich die unterschiedliche Erfahrung der einzelnen Gentes wieder. Auch in andere reiternomadische Völker wurden die Hunnen integriert. So kommt es immer wieder zu gemeinsamen Identitäten, zum Beispiel von den Hunnen und den Ungarn oder auch von den Hunnen und den Awaren. Es etabliert sich sogar, Reitervölker aus dem Osten im Mittelalter als Hunnen zu bezeichnen. Schlussendlich war bis in die jüngste Zeit der Begriff der Hunnen sehr wirkmächtig. Im 19. Jahrhundert entstanden Opern, im 20. Jahrhundert Filme mit den Hunnen. Und auch in der Politik war lange der Begriff der Hunnen wichtig. So hielt Kaiser Wilhelm II. Eine Hunnenrede und die Deutschen wurden in beiden Weltkriegen von den Engländern als Hans bezeichnet.